Das ist eine ernste Szene. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, erfinden Sie keinen Text? Was steht im Buch nicht drin darauf? Und was sagen Sie nicht? Dann sagen Sie auch nichts. Ich kann keinem anderen Schauspieler in die Augen sehen. Es lenkt mich ab. Oh Gott, es lenkt ihn ab. Ich werde dieser Wahnsinnige will einmarschieren. Und wieder Blumen. Sind die nicht wundervoll? Lenk nicht ab von wem? Ich habe keine Ahnung, es sind keine Karte. Wieder keine Karte, schon drei Abende hintereinander. Wer ist es? Wann soll ich sie abholen? Morgen, um 2, zu Hause. Nein, nein, hier. Nein, nein, da. Nein, lieber woanders, am Flugplatz. Ich werde kein Auge zutun. Bis morgen 2. Müssen Sie aber gehen. Ich weiß, auf Wiedersehen. Jetzt hinein mit dem Fahrgestell. Oh mein Gott! Es ist Krieg. Hey, jetzt lass doch auch mal nicht den Kopf hängen. Ich weiß, es ist eiskalt. Das Dach hat ein Loch, es schneit herein. Wir müssten Wodka trinken, weil das Wasser gefriert. Aber diese Bombe ist nicht explodiert. Gut gesagt, Frau Lasch. Kommt ihr auf Ihre Frau zurück. Meine Frau! Frau Tura! Frau Tura! Die jetzt gerade auf mich wartet, in echten Gestapo-Hauptquartier. Ist es nicht so? In echten Gestapo-Hauptquartier. Auch wenn Sie ständig alles wiederholen, was ich sage, dann werden wir mit unserem Dialog nur sehr langsam vorankommen. So, man nennt mich Hunde! Der Name lautet Josef Tura. Nein! Doch wie sich herausstellt, hat seine Frau von seinen Machenschaften keine Ahnung. Sie hat nur Augen für ihre Liebhaber. Und auch sein ganzes Ensemble ist absolut ahnungslos. Sind Sie sich da ganz sicher? Aber ja, ich habe es prüfen lassen. Verzeihen Sie, Herr Gruppenführer, ich verstehe nicht ganz, warum wir ihn denn nicht gleich erschießen. Nein! Fleischer! Viel zu trocken! Meine Methode ist viel eleganter. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.